Hola Leute, willkommen zu einer neuen Trailer-Reaction. Heute zu Die Unglaublichen Teil 2. Alter, ich kann gar nicht glauben, dass es überhaupt noch dazu kommt. Der erste Teil kam 2004 raus. Da war ich 9 Jahre alt, glaube ich. Und als ich den im Kino gesehen habe, jetzt bin ich 22 und es gibt einen zweiten Teil. Das ist so viel Nostalgie. Ich muss mich jetzt wirklich zusammenreißen. Ich hoffe, ich nehme hier alles auf. Das Mikrofon, ich habe gerade schon was. Ich hätte fast die Reaction angefangen. Die Kamera lief nicht. Kamera läuft, Mikrofon läuft. Alter, was da reingeht, ich glaub's nicht. So, ey, wenn die Reaction jetzt verkackt, es ist super kurz, ich glaube nicht mal eine Minute. Also wahrscheinlich 40 Sekunden ohne Disney-Logo. Und okay, Leute, ich bin ready. 3, 2, 1. Ich bin nicht ready. 3, 2, 1, bam. Check, check. Oh mein Gott, er hat neue Fähigkeiten. Der konnte irgendwie im ersten Teil alles. Also Teufel, Eisen. Komm, gib mir ein bisschen mehr noch. Nicht nur das Logo. You have powers! Yeah, baby! Sommersturz war es. Oh Mann, das war so kurz. Oh Mann, ey. Oh Gott, ist das nice. Der war super kurz, leider, aber. Also allein die Charaktere wieder zu sehen und auch wie gut das jetzt auch von... Also wenn man den ersten Teil jetzt nochmal anschaut, das sieht schon qualitativ ein bisschen... Es sieht nicht mehr so gut aus. Die Animationen sind immer noch toll, aber so die ganzen Texturen, das sieht schon alles sehr alt aus. Also wer den damals nicht gesehen hat und den jetzt nachholen will, stellt euch darauf ein, dass der ganz schön Jahre gekommen ist. Ich meine, 2004 ist logisch, aber schaut euch den an. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut euch Incredibles an. Die Unglaublichen, das ist eigentlich so... Der erste Superhelden-Team-Up-Film, einer der ersten Superhelden-Filme überhaupt so in dem großen Ausmaß. Gut, wir hatten davor Batman und Superman und so, aber das ist ein sehr, sehr geiler Film. Und da am Ende, ich muss da so kurz nochmal hinschalten, hier Vater und Sohn. Er sieht gut aus. Ich bin echt, also, ist, wie gesagt, super kurz, mehr gibt es eigentlich zu sagen, Jack hat neue Fähigkeiten, aber mir reicht das erstmal und ich weiß gar nicht, wann die neuen Trailer raushauen wollen, wahrscheinlich irgendwie erst im nächsten Jahr. Ich bin mega gehypt und das ist Nummer 1 der meisterwartete Film nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, von einem Superhelden-Film kommt ja gar nicht so viel raus, DC hat, glaube ich, bisher nur einen Film am Start, Marvel müssten zwei sein. Geil, nice. Leute, ich bin mich ganz sicher fürs Einschalten, nächste Woche kommt noch ein extra Video zum Justice League Film raus, so ein bisschen über die Endcredit-Scene und so weiter. Das wird kommen, da werden wir uns wiedersehen hoffentlich. Ansonsten schaue ich die Kritik an, weil ich sie noch nicht gesehen habe oder das Was ist die Justice League Video. Ihr könnt mich abonnieren, Daumen da lassen und alles machen. Ihr könnt einfach alles machen. Haut rein, bis dahin, ciao.